Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich war wieder bei Action und habe so schöne Sachen gefunden und die zeige ich euch. Los geht's. Das erste trage ich direkt, nämlich das ist dieser schöne Cardigan. Ich finde ihn total schön, weil er ganz dünn und ganz leicht ist, also perfekt jetzt für den Sommer. Na, der hat schöne, lange, aber enge Arme. Und der fällt ganz weich, ganz schön. Ich finde das toll, wenn man irgendwie jetzt rausgeht und es ist sehr warm. Aber abends kühlt es sich ja vielleicht dann doch ein bisschen ab. Und dann kann man natürlich immer im Sommer auch mal so einen Cardigan einstecken oder in der Tasche haben. Und der ist so, den kann man so klein falten, dass der auch in meine normale Tasche reinpasst. Und ja, den gab es auch noch in Weiß. Ich habe den auch in Weiß anprobiert, tatsächlich im Action, weil ich dachte, ich muss das testen. Und der hat mich so ein bisschen... Das sah bei mir so ein bisschen aus wie ein Kittel, aber vielleicht auch, ne, ich weiß es nicht, aber ich fühlte mich wie mit einem Kittel. Der hier aber nicht, der ist, finde ich, sehr edel und ich habe jetzt auch einen Top darunter. Das ist übrigens auch vom Action, das habe ich mir schon mal vor längerer Zeit geholt. Und dann kann man ja diesen Cardigan einfach drüber tragen und hat einfach was sehr Schönes an. Ich zeige euch mal die Verpackung. Ich habe die Größe S genommen, das ist 36 bis 38. Wieder so als Info für euch, ich bin 1,78 groß, also ich bin jetzt nicht so klein. Nur wenn ihr, also der wird vielen Frauen passen und ich finde das jetzt ja auch im Sommer nicht schlecht, wenn der mir jetzt an den Armen zum Beispiel zu kurz wäre, dann kann man den ja bewusst ein bisschen nach hinten raffen und dann auch den Schmuck zeigen. Das gefällt mir auch immer gut und ja, also so sieht er hier aus bei der Dame und ich finde ihn sehr schön. Der ist lässig, den kann man jetzt mal über ein Röckchen drüber, ne, geben oder über eine Jeans, je nachdem. Ist so ein Allrounder für den Sommer. So, und ich bleibe jetzt gleich mal beim Thema Klamotten, ne, weil dann haben wir das gleich durch. Ich habe mir noch diesen, das ist so ein Home-Anzug gekauft und ich finde, das sind so zwei schöne Teile. Ich habe den in Größe M, das ist Größe 40 bis 42. Ich hätte den jetzt natürlich auch kleiner nehmen können, hatten die aber nicht. Und der hat halt so einen ultra kuscheligen Pullover. Natürlich ist das Mikrofaser, ne? Ist mir jetzt im Moment viel zu warm, kann ich jetzt nicht tragen. Das ist dann ein schönes Teil im Herbst, wenn man sich wirklich so wieder einmuckeln möchte, dann ist das ein perfekter Hoodie für zu Hause. Aber diese dünne Hose, die finde ich richtig gut, die mit diesen Sternchen, die finde ich echt top. Die ziehe ich tatsächlich jetzt auch mal morgens an und es ist jetzt, wenn es nicht so warm ist, ne, und man möchte dann jetzt so mit den kurzen Shorts da durch die Wohnung tanzen, dann kann man auch mal so eine längere Hose und die ist halt ganz, ganz dünn und das finde ich toll jetzt im Sommer. Dann musste ich es mitnehmen, dieses tolle Kissen. Also es lag auch nur noch dieses eine da und ich war jetzt gar nicht auf der Suche nach Kissen, aber das Kissen, das kommt auch in mein Wohnzimmer. Ich habe da ja ein Sofa, seht ihr in den anderen, je nachdem, wo ich filme. Und wenn ich im Wohnzimmer drehe, dann seht ihr das wahrscheinlich auch demnächst auf dem Sofa liegen. Ich finde es total schön. Es hat halt so ein Glitzer, so einen Glanz, aber edel. Das finde ich so erstaunlich bei Action. Leute, ihr könnt auch in ein teures Einrichtungsgeschäft gehen und dann kosten diese Kissen einfach mal, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Euro. Und bei Action sind die super günstig. Und ihr könnt es auch aufmachen, ihr könnt den Bezug waschen, finde ich auch immer ganz wichtig. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob hier noch was draufsteht. Das ist wieder dieses Ökotex, oder wie heißt das? Dieses textile Vertrauen, es ist geprüft auf Schadstoffe. Genau, Ökotex Standard hat es natürlich und man kann es bei Handwäsche waschen, was ich echt gut finde mit kleinen Kindern und so. Dann kann man das auch mal in die Maschine, in die Handwäsche geben, nicht in die Maschine. Ja, aber Leute, das ist doch toll, oder? Also allein dafür bin ich so glücklich. Also für die drei Sachen habe ich so wenig bezahlt und habe einfach tolle Qualität bekommen. Ja, jetzt geht es aber weiter. Ich zeige euch jetzt als nächstes, ich muss mal überlegen, wie ich weitermache. Ich habe jetzt mal geschaut bei Action in dem Schmuck und ich hatte da auch schon die, also ich war, klar, wenn ich da bei Action durchlaufe, gehe ich natürlich auch immer da beim Schmuck schauen, aber irgendwie hat mich das nie so angesprochen bis jetzt. Ey, ich habe so zugeschlagen. Jetzt habe ich mir erstmal diese Ohrringe mitgenommen und also was soll ich sagen, die sind so schön, die sind so süß. Und natürlich, es ist Modeschmuck, aber was will ich denn für 2-3 Euro erwarten? Das ist natürlich auch alles so, dass es nicht euch Allergie macht. Das ist natürlich nickelfrei und das ist Modeschmuck, klar. Das ist jetzt nichts, ne? Dafür gebe ich jetzt nicht viel Geld aus, aber ich finde schon im Sommer,
mache ich sowas gerne ran, mal mit diesen kleinen Quasten, diese Ohrringe hier unten, die langen mit den Muscheln. Und Leute, das sind tatsächlich Muscheln, ne? Das ist jetzt kein Plastik. Und na klar, man kann natürlich auch immer schön seinen Echtschmuck tragen. Liebe ich ja auch, habe ich an den Fingern, ne? Aber ich finde so am Ohr, ich habe jetzt auch hier, die sind von Rossmann letztes Jahr, die sind auch so kleine mit Muscheln. Ich liebe die Dinger, das macht einfach Freude. Die sind ganz, ganz leicht, ne? Und das ist auch was, wenn er vielleicht jetzt, weiß ich nicht, für ein jüngeres Mädchen natürlich, aber das kann auch eine ältere Frau tragen, ne? Das ist ja so meine Devise, es liegt doch an euch, wie ihr strahlt, ne? Ihr könnt doch alles tragen. Ich finde es so doof zu sagen, dafür bist du aber zu alt. Nö, finde ich gar nicht. Finde ich nicht. Es gibt bestimmt so bestimmte Kleidungsstile, die vielleicht dann einer Figur besser schmeichelt als einer anderen. Was rede ich jetzt hier überhaupt? Aber so zum Thema Schmuck und Ohrringe, Leute, da kann jeder tragen, worauf er Lust hat und was er möchte. Und die finde ich einfach mal mega süß. Die nehme ich auch mit in den Urlaub und ich freue mich sehr. Dann habe ich noch zugeschlagen und mich auch. Natürlich freue ich mich wieder, ne? Wisst ihr ja? Armbändchen. Und ich liebe Armbänder. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt an den Strand gehe und wir werden dieses Jahr in den Urlaub fahren und ich werde bestimmt auch am Strand sein und mit meinen Kindern da rumturnen. Und dann möchte ich auch gern Schmuck tragen. Und dann trage ich aber natürlich nicht mein Tiffany-Armband, sondern dann werde ich das da tragen. Ja, das ist ganz, ganz süß gemacht. Das sind jetzt drei kleine Armbänder. Die sind auch mit Gummi. Das heißt, die passen vielen Armgelenken, ne? Und ja, ich freue mich einfach mit dieser Quaste. Es ist total hübsch. Dann habe ich so eine Variante, die ist etwas edler, weil da finde ich die Farben sehr schön. Die haben jetzt so einen Champagner-warmen Ton. Und die finde ich auch sehr schön, so am Abend werde ich tragen und auch jetzt dann die mal abmachen und dann die tragen. Auch wieder mit Gummi und das sind so kleine Quasten. Und na klar, ich meine mit diesen Quasten, machen wir uns nichts vor, wenn wir Hände waschen, wir cremen die Hände ein, dann kommt da natürlich mal was ran, ne? Aber meistens, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr mir gerne schreiben, meinen Modeschmuck habe ich immer so viele Jahre. So viele Jahre. Ich trage das Zeug und wenn man es einigermaßen gut behandelt, dann hat man das auch 10, 20 Jahre. Ne? Aber wenn es kaputt gehen sollte oder man es verliert, dann ist es natürlich nicht so schlimm, als wenn es jetzt wertvoller, echter Schmuck wäre. Ja, finde ich mega gut. Und das dritte, oh Gott, das hat mich auch so gefreut, sind 6 einzelne Bändchen. Könntet ihr also auch noch was davon verschenken oder ihr tragt sie wirklich alle und das finde ich auch so hübsch. Und da habt ihr auch wieder die Mischung mit so kleinen Quasten und ihr habt so einen kleinen Lebensbaum da dran hängen und eine kleine Muschel und diese kleinen Kettchen kann man dann auch verstellen, ne? Und das sind jetzt keine Gummibänder, aber ihr habt da so Verlängerungskettchen und dann könnt ihr die euch passend machen an den Armen. Finde ich ultra schön. Echt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Dinger da liegen und natürlich habe ich sie mir mitgenommen. Dann habt ihr mich darauf hingewiesen, nachdem ich euch bei Instagram meine neuen Übertöpfe gezeigt habe vom Obi. Ja, guck doch mal beim Action. Habe ich doch gemacht. Und als ich das letzte Mal da war, hatten die bei uns noch nicht. Und zwar habe ich diese beiden schönen Töpfe mitgenommen. Übertöpfe oder Körbe, je nachdem, was ihr damit macht. Ihr könnt das in die Küche stellen, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel rein oder als Brot, was weiß ich. Da kann man ja alles Mögliche drin aufbewahren. Ne? Das Brötchen da rein oder Obst, ihr könnt Äpfel drin lagern, da seid ihr völlig frei und kreativ. Aber ich stelle da meine Pflanzen rein. Also ich habe ja so unglaublich viele Pflanzen. Ich habe wieder, hatte ich euch ja gezeigt, umgetopft und ganz viel neu gemacht. Und ich freue mich dann, wenn das in so schönen Übertöpfen ist. Und ich werde auch einiges davon verschenken. Und ich fand die natürlich so schön, dass ich die auch nochmal mit Grau mitgenommen habe. Und das ist jetzt so ein schöner warmer, also der gleiche Ton quasi, die passen ja auch dann schön nebeneinander, ne? Und na klar, die sind jetzt nicht so perfekt, ihr seht hier auch den Übergang, ne, von dem Weiß, aber dann stellt er den halt so hin, dass das hinten ist. Kann man sich ja alles so in die Ecken rücken oder für einen Balkon, ja gut, für einen Balkon müsst ihr dann halt immer reinholen, wenn es regnet, ne? Aber ja, Leute, für das kleine Geld. Ach, das hat mich auch so angesprochen und zwar diese schöne Duftkerze. Diese mit Holz, das ist so eine richtige schöne, die riecht gut. Die riecht sehr schon so parfümiert. Die riecht jetzt nicht so nach reinen Zedernholz, aber die hat was Holziges mit so was leicht Frischem. Und ich freue mich sehr drauf, wenn ich die jetzt anzünden kann im Sommer. Die könnte man auch verschenken, ne? Also die sieht so edel aus. Die brennt 30 Stunden
Und ja, die hat so was sehr Würziges und ich mag auch dieses Braune, diese braune Farbe. Wie gesagt, wäre ein tolles Geschenk, aber ich schenke mir die selber. Ich stelle die dann tatsächlich mit zu meinen anderen Duftkerzen und je nachdem, was man so für eine Stimmung hat, brennt man dann auch mal gerne. Ich finde das auch jetzt im Sommer echt so schön, mal eine Kerze abends anzuzünden, auch wenn es warm ist. Ich finde, es macht eine schöne Stimmung und es riecht sehr, sehr, sehr gut. Jetzt habe ich wieder meine Geliebten. Oh, ich finde sie so lecker. Dieser Cranberry Mix. Oh, es ist so gut. Die sind so mit weißer und dunkler Schokolade überzogen. Und wir wissen alle, das ist eine Nascherei, ne? Und das ist aber so lecker. Ich liebe das. Oh, ich freue mich, wenn ich die Tüte wieder öffnen kann zum Tee oder so. Und ich finde halt Cranberries sehr gesund, die getrockneten jetzt, ne? Wie Rosinen, die ich auch dabei habe. Ich habe mir natürlich auch Rosinen mitgenommen. Die finde ich auch so lecker. Die gibt es auch, glaube ich, noch mit dunkler Schokolade. Also könntet ihr auch mal probieren. Dann habe ich hier diesen Mandelmix. Oh, die sind auch so gut. Auch mit Schokolade überzogen. Und ich finde, es ist trotzdem ein gesünderes Naschen mit diesen Nüssen, als wenn das jetzt so pure Schokolade wäre. Und dann habe ich mir natürlich auch noch die Haselnüsse mitgenommen. Den Haselnussmix auch mit Schokolade überzogen. Und ja. Und jetzt kommt's. Da bin ich auch so gespannt drauf. Das sind so Schokoladen-Kokosnuss-Clusters. Also das sind wahrscheinlich so, ihr seht das, so kleine Schokokugeln aus Kokosraspel. Oh, sehr, sehr, sehr lecker. Bin ich sehr gespannt drauf. Also ich sage hier, dass es lecker ist. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke mal schon. Oh. Und was aber super lecker ist, das sind diese Kekse, diese Peanut-Cookies von, ja, die gibt es ja auch immer beim Action, die liegen da immer rum. Und ich glaube sogar, dass die aus den Niederlanden direkt kommen. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Aber ja, die mussten auch mit. Und dann natürlich wieder hier ganz klassisch. Ich weiß nicht warum, aber wenn die Toblerone da im Action liegt, dann muss ich die immer einpacken. Ja, ich finde Toblerone einfach lecker. Die gibt es ja überall, ne? Aber jetzt kaufe ich die immer beim Action. Und dann, das bekommt meine Kleine, sie hat das noch gar nicht gesehen. Das finde ich so, so süß. Das sind so diese Frozen-Figuren als Kekse. Ne? Also sind so kleine Biskuits. Und ich glaube, sie wird sich sehr, sehr freuen, wenn ich ihr diese Packung gebe. Und was ich ihr auch noch mitgenommen habe, vielleicht auch so, wenn man so Richtung Urlaub denkt und man ist dann länger im Auto, mal gucken. Das ist so ein Buch. Das ist so ein, also das seht ihr das? Das hat hier so einen kleinen Holzstift. Und es ist so eine schwarze Folie, es sind so viele Seiten und dann kann man da so drauf malen und dann ist da drunter so ein Metall. Also man kratzt quasi so frei und dann hat man so schöne Metallmuster, da kann man was schreiben. Und vielleicht ist das auch für meinen Sohn lustig. Ich bin mal gespannt, wie sie das finden, die beiden. Und ja, und es sind, glaube ich, auch so Schablonen jetzt noch mit drin. Ich mache das mal auf. Ja, das sind dann hier noch solche Schablonen, die könnt ihr dann noch rausmachen. Das ist ja toll. Und dann kann man das hier so rauflegen und dann kratzt man da so los. Und dann hat man quasi diese bunten, ja, kennt ihr wahrscheinlich. Dann hatte ich ihr gekauft und das hatte sie schon tatsächlich. Wir waren nämlich im Restaurant und dann habe ich ihr das gegeben. Das ist so ein Stickerbuch. Ne? Also da habt ihr halt in der Mitte die ganzen Aufkleber, wo jetzt schon ganz viel fehlt. Und dann kann man das hier vorne so reinkleben und das fand sie schon cool. Also da war sie wirklich, weiß ich nicht, eine Stunde war sie damit fast beschäftigt. Hat die da ganz wild Aufkleber geklebt. Ich musste ihr dann immer helfen, die rauszumachen. Und da gab es auch noch andere Motive. Ne? Also das ist auch immer schön, so für kleinere Kinder, für Autofahrten. Wenn ihr im Restaurant seid, dann könnt ihr die immer mit solchen kleinen Zaubermitteln bespaßen. Dann habe ich noch eingepackt diesen Aquarellblock. Das ist wirklich so schönes, dickeres Papier. Und ja, damit kann die Kleine auch wieder malen. Die liebt das zu malen und ich finde das sehr schön. Ey Leute, also wenn ich das in meinem Studium alles gehabt hätte, was ich da immer an Geld ausgegeben habe früher für solche Papiere und so Zeug, unfassbar. Ja, und jetzt gibt es die beim Action. Dann habe ich mir mal ganz schnöde hier so ein Wischteil eingepackt. Ich habe ja meinen Weleda Dampfreiniger und den finde ich bombastisch. Ich liebe diesen Dampfreiniger. Damit könnt ihr nämlich, seit ich diesen Dampfreiniger habe, habe ich zum Beispiel keine Silberfischchen mehr in der Wohnung. Ich hatte früher ab und zu mal Silberfischchen. Ist so, wenn man Katzen hat mit Katzenfutter, da könnt ihr noch so putzen und sauber sein. Die Dinger, die bilden sich vor allen Dingen im Altbau, wo ihr Holzdielen habt. Ne? Was ich da schon ausprobiert habe, jetzt sind die aber alle weg. Ich habe keine Silberfischchen mehr, seit ich mit diesem heißen Dampfreiniger rangehe.
Trotzdem möchte ich manchmal mein Holz pflegen, und weil der Dampfreiniger funktioniert ja komplett ohne Reinigungsmittel. Und ich habe dann ganz klassisch so einen schnöden Reinigbodenwischer, ne? Und da klemmt man diese Teile rein und da habe ich immer zwei im Einsatz, die wasche ich dann auch. Und jetzt habe ich einen neuen gebraucht und da gebe ich dann tatsächlich die Pflege drauf, wenn ich meinen Boden wische. Ja, und was kommt jetzt noch? Heute kommen keine Slips. Nein, heute nicht. Aber hier diese XXL Wipes, wie immer. Ja, ohne die gehe ich nicht aus dem Action. Und genauso, was ich auch immer mitnehme, ist das da. Mein Spülmittel. Ja, Orange Jasmin finde ich sehr gut. Und das ist echt eine Empfehlung. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, so wie mir. Ich packe jetzt alles so schön aus und benutze es auch. Und ich freue mich total, weil ich war gestern im Action und ich habe heute schon gedreht. Das heißt, ich kann jetzt schon alles auspacken, weil manchmal schaffe ich es nicht zu drehen. Und dann steht dann hier so eine Tüte irgendwie eine Woche und das nervt mich dann immer total. Und das ist jetzt nicht. Ich kann jetzt alles schön hier auspacken. Meine Kleine wird sich gleich freuen über die Kekse. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Genießt den Sommer. Das warme, milde Wetter. Wir hatten ja jetzt schon, ich meine, wir sind ja jetzt so mitten im Sommer eigentlich. Und ja, es tut so gut und es vergeht aber auch alles so schnell. Und ich habe so gedacht, hä, jetzt war doch gerade erst irgendwie Frühlingsanfang und jetzt ist schon wieder diese Sommersonnenwende gewesen. Also das finde ich schon verrückt, wie schnell das geht. Deshalb seid irgendwie dankbar über die Zeit und über alles, was ihr so habt. Und wir sind aber jetzt hier im Action Hall und ich werde jetzt hier nicht philosophisch. Ich höre jetzt mal auf. Also, ich drücke euch ganz fest. Ich wünsche euch alles Liebe. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wisst ihr, ne, über ein kostenloses Abo, ne, die kleine Glocke könnt ihr aktivieren. Dann werden euch immer meine Videos angezeigt. Bei Instagram mache ich sehr viel. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ja, ich höre auf. Alles Liebe und bis bald.